Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt's die SBC-Lösung für die Top-Partien. Mich haben ganz, ganz viele Leute angeschrieben, ob ich das machen kann und da habe ich mir gedacht, ich hau das Ganze einfach mal raus. Und falls ihr öfter SBC-Lösungen haben wollt, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Also, wir haben hier 4 Spiele am Start und bei all diesen Challenges bekommt man richtig, richtig gute Packs. Insgesamt kostet die Squad-Building-Challenge Top-Partien bei mir 38.000 Münzen und ja, wir gehen einfach direkt rein ins erste Spiel bei Benfica gegen Dortmund und das ist auf jeden Fall meine Lösung. Ich gehe einfach mal die Spieler durch. Falls ihr euch das nachbauen wollt, dann stoppt einfach immer. Und dieses Team habe ich mir für 9.100 Coins gekauft, also circa 9.000 Münzen habe ich für diese Mannschaft bezahlt und ich denke mal, das ist eine ganz gute Lösung und deswegen schicken wir das auch direkt ab und bekommen dafür auch ein Prime Premium Goldspieler Set, was auf jeden Fall natürlich nicht schlecht ist. Dann gehen wir rein zur nächsten Squad Building Challenge bei den Top-Partien und das ist Bayern München gegen Arsenal. Und für diese Squad-Building-Challenge habe ich genau 13.600 Coins bezahlt. Also ungefähr 13.000 Coins. Und ja, da seht ihr auf jeden Fall die Spieler. Man braucht hier natürlich ein 81er Rating, was gar nicht so leicht zu bekommen ist. Und ja, diesen Spieler hier, den habe ich dann einfach bei Footbin nachgesehen. Der kostet 750 Münzen, aber da könnt ihr eigentlich jeden Spieler aus der Calcio A mit einem 82er Rating hinstellen. Und ja, das ist meine Lösung für diese Challenge und das schicken wir auch direkt ab. Da bekommen wir ein seltenes Goldset, also auch richtig, richtig nice. Dann kommen wir zur vorletzten Squad-Building-Challenge und zwar ist das Legia Warschau gegen Ajax Amsterdam. Und zwar kostet diese Squad-Building-Challenge bei mir genau 9.000 Münzen. Und hier habe ich auch ein paar Optionen für euch am Start. Und zwar wegen diesem Silberspieler hier, der 1.200 Münzen gekostet hat und wegen dem Stürmer hier draußen. Beziehungsweise, ja, ich möchte euch das Ganze einfach mal erklären. Wenn dieser Silberspieler steigen wird, dann könnt ihr Klaassen hinstellen. Allerdings fehlt euch dann ein Chemiepunkt, weil der ja ZOM ist. Dann könnt ihr den entweder zum ZM umwandeln, dann habt ihr die volle Chemie, oder er lässt links vorne den Akuna oder wie man ihn auch ausspricht spielen. Der kostet aber leider auch schon über 1000 Münzen, also das ist ein bisschen kritisch. Ja, als Tormann gibt es da auf jeden Fall noch die Option mit Malars. Der kostet eigentlich genau gleich viel wie der hier, von dem her müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt den kaufen, sondern habt auf jeden Fall auch noch eine andere Option. Und dann würde ich sagen, schicken wir dieses Team auch direkt ab und holen uns unsere Belohnung ab. Die Packs werden wir natürlich auch noch in diesem Video öffnen, ganz klar. Ja, dann kommen wir auch schon zur allerletzten Squad-Building-Challenge der Top-Partien. Für diese Squad-Building-Challenge habe ich 7.650 Coins bezahlt, also ungefähr 7.000 Münzen. Und ja, wie gesagt, insgesamt kostet die ganze Top-Partien-Squad-Building-Challenge 38.000 Münzen bei mir. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Preis für diese Packs, also man kann, man bekommt auf jeden Fall bessere Packs, als man zahlen muss. Und dann senden wir das letzte hier auch noch ab, und dann müssten wir das Ganze auch schon abgeschlossen haben. Und da kommt die Animation, Top-Partien abgeschlossen, so sieht das auf jeden Fall nice aus und da bekommen wir ein Prime Goldspieler Set und ich hoffe einfach mal, dass wir in diesen Packs was Gutes ziehen. Wie gesagt, 38.000 Münzen haben wir investiert und das sind jetzt 5 richtig, richtig gute Packs und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Pack und öffnen das Ganze. Jumbo Premium Gold Set und in diesem Pack ist leider kein Walkout, auch keine Special Card, sondern Nyom von West Bromwich müsste das, glaube ich, sein und ansonsten auch nicht wirklich was Gutes, aber teilweise sind die Spieler im Moment richtig viel wert aufgrund eben dieser Squad Building Challenge. Von dem her schaut da wirklich auch, dass ihr die Spieler zuerst in den Verein gebt und dann immer nachseht, okay, sind die jetzt was wert oder nicht. Also das kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen, immer wieder im Verein nachzusehen, ob eure Spieler auch allgemein was wert sind. Denn manchmal sind irgendwelche Spieler, von denen ihr es gar nicht erwartet habt, ganz, ganz viele Coins wert. Ja, hier haben wir zum Beispiel Form drinnen. Es ist ja gerade die BPL-Challenge draußen mit Dele Alli und das seht ihr auch schon. Der kostet einfach 2000 Coins, also das ist schon richtig nice. Den stellen wir einfach direkt mal rein. Also ihr müsst auch wirklich auf solche Spieler achten. Von dem her könnt ihr da auf jeden Fall viele Coins aus diesen Packs rausholen und vielleicht sogar eure Coins wieder zurückbekommen. Und dann gehen wir direkt rein ins nächste Pack. Ich würde sagen, wir öffnen ein, ja, so ein 25k-Set mit 3 seltenen Spielern. 3, 2, 1, go! Come on, vielleicht ein Walkout, vielleicht eine Special Card. Eine Special Card könnte drinnen sein, es ist keine Special Card und es ist auch kein besserer Spieler als eine 83. Es ist Limos mit einem 80er Rating, ein Uruguayer. Und sonst haben wir noch Defoe am Start, Januzaj,
Ja, das geht eigentlich. Also wie gesagt, die Spieler sind da teilweise wirklich viel wert aufgrund der Squad-Building-Challenges. Dann würde ich sagen, geben wir das einfach mal in den Verein. Wie gesagt, ich schaue das dann nachher einfach nach, ob die Spieler was wert sind. Dann kommen wir auch schon zu diesem Pack. Da sind auch wieder 3 seltene Spieler drin. Allerdings sind hier alle Objekte selten. Und wir drücken einfach mal drauf. Und ich hoffe, dass hier was Gutes drin ist. Es ist leider kein Walkout und es ist auch keine Special Card. Schade, es ist wahrscheinlich nur, wie heißt der? Ivanovic. Ivanovic ist gewechselt zu Zenit St. Petersburg. Wusste ich gar nicht. Aber hier kann man auf jeden Fall auch viele Coins rausholen. Für das Pack bekommt man locker 5000 Münzen raus. Also das ist auf jeden Fall nice. Sané würde ich auch behalten, weil eben jetzt die nächste Weekend League mit BPL-Spielern ist. Und da braucht man natürlich auch Auswechselspieler. Und da eignet sich Sané natürlich perfekt, um ihn eben am Ende auch noch einzuwechseln, falls es nicht so läuft. Also von dem her, BPL-Spieler auf jeden Fall noch behalten für dieses Wochenende und sie dann verkaufen. Ja, dann kommen wir zum allerletzten Pack. Wünscht mir nochmal Glück, Jungs. Wir drücken einfach mal drauf und es ist kein Walkout. Vielleicht eine Special Card und es ist auch kein 84 Plus oder sonstiges. Es ist einfach mal nur Younger Beaver und das ist leider nicht so souverän. Aber ja, ich könnte jetzt sagen, es könnte schlechter sein, aber es hätte auch wesentlich besser sein können. Von dem her, ja, ich will mich nicht beschweren, aber die Packs waren jetzt natürlich nicht die besten. Davis ist natürlich auch noch was wert. Also wie gesagt, schaut wirklich immer nach, ob die Spieler was wert sind. Stoßt die nicht ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Da könnt ihr extrem viele Coins verlieren, wenn ihr die einfach abstoßt. Ja, Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon mit den Top-Partien. Falls ihr sowas öfter sehen wollt, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Und falls ihr demnächst wieder mal ein Pack-Opening haben wollt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und ja, die Videobeschreibung könnt ihr gerne auch noch abchecken. Und dann war es das von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.